Schön, dass noch so viele da sind. Wir fangen das Ganze mit einer traurigen Nachricht an. Eine unbekannte Person hat's verkackt. Es hat sich nämlich so ergeben, dass wir eine total gute Idee für die Engelgoodies hatten, die ich immer noch gut finde. Und ich dachte, ach Mensch, Knipex kostet ja auch Geld, kriegst du auch günstig bei AliExpress. Hat soweit funktioniert, außer dass die dir dann nur die Hälfte schicken und den Rest per PayPal irgendwann mal gutschreiben. Wer noch kein Engelgoodie hat, die liegen gerade in dem DHL-Store in der Brüderstraße und man kann sie gegen Zahlung der Zollgebühr auslösen. Andererseits können wir die auch einfach mit aufs Camp und auf die GPN bringen, der Himmel managt das, wir kriegen das hin. Also das wird passieren. Für die, die es noch nicht gesehen haben, das ist dann so ein hilfreiches Werkzeug für Dinge. Also ihr findet Verwendungszwecke. Genau, nächster, in Anführungsstrichen, Fail. Die Getränkeproduzentinnen hatten offensichtlich eine Phase, wo sie nicht so viele Getränke verkauft haben. Also, keine Ahnung, 3 Jahre Pause oder so. Offensichtlich liegt Havanna nicht in Hamburg. Also, der Thies ist gestern beherzt, Großhändler, Metro, Selgros, wie sie alle heißen, abgefahren. Es gibt keinen verdammten Schnaps in dieser Stadt mehr. Also, ja. So rein statistisch vom Bock, 3/4 der Leute auf dieser Veranstaltung sollten jetzt erstmal eine Pause machen mit Alkohol. Ihr habt da echt gut zugeschlagen mit dem Schunk. Aber Hamburg wäre nicht Hamburg, wenn Hamburg nicht Hamburg wäre. Wir haben da gestern Morgen mal ganz kurz im Gängeviertel angerufen. Grüße gehen raus an Chris. Der hat dann mal ein Taxi genommen. Und darum gab es gestern Abend dann Ersatz rum, der aber auch sehr gut war. Der ist übrigens wieder alle. Bitte was? Ist das Versorgungsproblem zum Kongress? Da musst du in Havanna anrufen. Es gibt aber auch, jetzt mal Spaß beiseite, es gibt ernste Bilder von diesem Easter Egg. Und die möchte ich ehrlich gesagt nie wieder sehen müssen. Und auch die Nachricht kommt aus dem Gnomus Getränkecenter. Es ist mehr Vollgut da als Leergut. Ich prangere das hart an. Ja, also das da ist das Vollgutlager. Tipp, wer beim Abbau hilft, kriegt noch ein Bier. Aber ich bin ja nur für diese Quatschgeschichten zuständig. Der STB erzählt euch was über die sinnvollen Sachen, die wir hier gemacht haben. Also, wir hatten, glaube ich, ein sehr schönes Programm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten... Danke an alle Vortragenden, danke an alle Menschen, die Workshops organisiert haben. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich das Programm erweitern musste während der Veranstaltung. Das ist ideal. Und mein persönliches Steckenpferd, die Hackertours. Wir hatten über 100 Leute, die mit uns durch Hamburg und Umgebung gereist sind, zum Exfell, in den Lokschuppen, zum Museum der Arbeit, auf ein Schiff. Leider nicht auf alle Schiffe, sondern nur auf 2 von denen, weil eins noch im Dock liegt. Das holen wir aber hoffentlich alles im Dezember nach. Und ihr wartet ja alle auf den wichtigsten Teil der Veranstaltung. Der Dante hat da so ein paar Zahlen vorbereitet. Ein paar Zahlen, genau. 335 Engel und Engelinnen hatten wir. Interessanterweise sind das ungefähr die Teilnehmer aus dem Eidelstädter Bürgerhaus. Auch da war das die gleiche Anzahl an Engeln. Ziemlich exakt. Das war die gleiche Anzahl an Engelinnen. Das ist wichtig. Das heißt, wir haben mehr Leute, die hierher kommen, aber wir haben keine mehr, also nicht mehr Engel. Das ist schrecklich. Wir hatten aber auch nicht mehr Schichten. Ich sage nur Einlass und Pistanbul. Ja.
offen, sagen wir mal so. Okay, 2.300 Brötchen am Tag wurden verbraucht und 40... Ich dachte, das sollte gesungen werden. Du wolltest singen? Nein, nein, ich wurde belehrt, singende Telegramme gibt es nur bei den großen Veranstaltungen. Was ist denn groß? Okay, 40 Tassen Kaffee pro Minute wurden konsumiert. Was? Das... 40 Tassen Minute. Wir schieben jetzt hier dieses Telegramm schnell ein, das hier eingekommen ist. Das ist wichtig. Die Chaospost hat 701 Postkarte verschickt in die Default World. 25 in different countries worldwide. 4.000? 4.000 interne Postkarten. Viele Bäume mussten sterben. Orga-Leaks, der Aal hat ungefähr doppelt so viele Karten bekommen wie Dante, das müssen wir ändern. Ich habe genug. 33 Postkarten waren an Future-Events adressiert, 559 Postkarten wurden online übermittelt, 397 sind als ausgeliefert markiert. Ah, und es gibt einen Special-Hint. Ich lese mal in Englisch vor, weil das hier so geschrieben steht. Writing the message and the address with UV pens is not the smartest idea. Okay, insgesamt 264 angemeldete Deck-Calls, Deck-Telefone mit 4.540 Calls, 213 SIP-Telefone mit 4.590 Calls, also eigentlich haben die sich nur gegenseitig anscheinend angerufen, 5 GSM-Geräte. Ah, das hat der Lynx korrigiert. 5 bis 10. Sie hatten 10 angemeldete SIM-Karten, das war aber auch eher ein Hackathon, den sie da gemacht haben, aber jetzt kommt der spannende Teil, mit 50 Anrufen. Also Lynxy, Leon und Peter haben sich im Kreis 50 Mal angerufen mit ihren 10 Telefonen, die sie dabei hatten. Das war ganz spannend. Das ist ausbaufähig. Aber es war auch ein Workshop. Mal abgesehen von Geschirr, wir hatten eine defekte SD-Karte beim VOG. Das ist die Statistik des VOGs. Und das ZERT hatte nichts zu tun. So, gar nichts. Das stimmt aber nicht ganz. Sie sind wirtschaftlich tätig geworden und kontrollieren ab sofort den Verkehr. Jeglichen Verkehr. Wenn ihr euch dieses Formular anguckt, ist das der schönste Punkt. Lage der verkehrsberuhigten Zone, die ihr beantragen könnt, vor dem Vau Holland Stift. Besorgt euch also Stifte, ja, und ihr werdet sehr viele verkehrsberuhigte Zonen bekommen. Das Schlimme ist, die haben nebenbei noch so ein Empire gegründet. Die haben da so ein Organigramm von 6 Meter Breite mittlerweile mit Scheinfirmen, die sie gegründet haben, um diese Verkehrsüberwachung. Es ist ganz furchtbar. Also wir sind dem ZERT sehr dankbar und wir sind vor allen Dingen auch dankbar, dass sie nichts zu tun hatten. Aber das treibt Blüten. Wir haben noch Kaffee. Ja? Ihr könnt gerne auch noch Kaffee kaufen gegen Spenden. Also ich habe das im Opening gesagt, der Kaffee wurde gespendet vom Kaffee Libertad Kollektiv, was besteht aus zapatistischen Bäuerinnen und Bauern. Und das hierher importiert wird und die freuen sich auch über Spende. Das ist sehr, sehr guter Kaffee für die Art der Zubereitung. Da sind noch Reste, nehmt die gerne mit. Wenn ihr einen Euro über habt, spendet da was, dann können wir das an das Kollektiv weiterleiten und an die Bäuerinnen zur Unterstützung. Vor allem, da wir von denen den Kaffee und die Maschinen und alles ja kostenlos bekommen haben, wäre das eine nette Geste, da vielleicht nochmal ein bisschen was zurückzugeben. Und anderes. Ja, bevor ihr nach Hause fahrt, wäre es ganz cool, wenn ihr beim Abbau helft. Wir haben schon ganz schön viel geschafft, aber es müssen die restlichen Tische, vor allem in der K6, sauber gemacht werden. Dein Einsatz. Sauber gemacht werden. Und ja, wenn dann alles gestapelt ist, kommt gut nach Hause. In Hamburg sagt man Tschüss und wir hoffen, ihr hattet Spaß hier. Wir sehen uns auf einer der anderen Veranstaltungen. Davon gibt es ja mittlerweile Millionen und aller spätestens auf dem East Hack in Regensburg.
Gerät ist kaputt, aber wir gehen jetzt. Ciao. Ich wurde so geboren.